Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir widmen uns heute wieder der Bücherwoche und einer, ja, etwas merkwürdigen Woche und ihr werdet dann auch sehen, warum. Denn es kommt zu sehr vielen überraschenden Gedanken zu Büchern, dass ich vorher überhaupt nicht so habe kommen sehen. Sowohl ins Positive wie vielleicht auch ein bisschen ins Negative. Als erstes möchte ich aber anfangen mit einer Ankündigung, denn am nächsten Samstag, dem 27. Juli, gibt es ein Booktuber-Blogger-Zuschauertreffen in Münster. Der liebe Thorsten hat wieder eingeladen und wir werden uns, glaube ich, um 11 Uhr irgendwo treffen. Ich habe schon wieder vergessen, denn ich habe ja besondere Treffen, Begleitung. Ich werde von Thorsten persönlich zu diesem Treffen gebracht. Ja, es ist so begleitetes Booktuber-Treffen genießen. Und ich werde es aber unten in die Infobox schreiben, wo wir uns treffen. Ich weiß, dass irgendwas um 11 Uhr auf jeden Fall geplant war. Und ich freue mich wirklich sehr. Mir hat im letzten Jahr Münster ja wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es hat einen sehr positiven Eindruck bei mir hinterlassen, was natürlich zum einen auch an den Menschen einfach lag, mit denen ich diese Zeit genießen durfte, aber natürlich auch an der Stadt selbst. Und ich freue mich, dass ich dieses Mal ein bisschen mehr Zeit habe als beim letzten Mal, ein bisschen entspannter ankomme, ein bisschen entspannter auch wegfahre und einfach so ein bisschen Zeit dazwischen habe, um natürlich mit den Menschen die Zeit zu genießen und natürlich auch einfach die Stadt so ein bisschen mehr erkunden zu können und das alles ein bisschen mehr auf mich wirken zu lassen als im letzten Jahr. Und ich freue mich wirklich sehr. Vielleicht sind ja auch ein paar Leute von euch aus der Nähe von Münster oder näheren Umgebung und haben an dem Samstag irgendwie Zeit, dann kommt einfach mit vorbei. Ich packe euch unten in die Infobox, wie gesagt, die Info, wo wir uns treffen. Und ich glaube, es war aber wirklich 11 Uhr, wenn mich jetzt nicht ganz alles täuscht, war es so ein bisschen der Plan. Wir frühstücken gemütlich und dann geht es irgendwie los. Und ja, ich freue mich sehr drauf. Alle Infos in der Infobox, auch alle Infos zu den Büchern und Ähnlichem, die ich jetzt zeige, findet ihr immer wieder da unten. Und ich habe jetzt auch immer mal die Frage bekommen, was denn jetzt mit dem Leseklub ist. Da sind wir ja aktuell in der Sommerpause, auch der Link unten in der Infobox. Es wird weitergehen mit dem Oktoberbuch, was wir dann im September gemeinsam abstimmen. Aber ich bin einfach im Sommer kein großer Freund von gemeinsamen Leserunden, die so Zeit binden, Buch binden und ja, deswegen haben wir ja im Sommer eigentlich gefühlt immer schon irgendwie eine Sommerpause gemacht. Und ja, aber im September geht es dann wieder los mit der Umfrage für den Oktober und dann lesen wir wieder gemeinsam. Es wird vielleicht auch noch die ein oder andere Änderung dort geben, aber dazu gibt es dann auf jeden Fall mehr Infos. Ja, ich habe ein bisschen Serie geschaut, ich habe auch einen Film angesehen. Da werde ich euch auf jeden Fall später noch eine Empfehlung aussprechen. Und ja, kommen wir jetzt aber einfach zu den Büchern der Woche. Ja, ich habe das Sommerbuch von Michelle Schrenk gelesen. Zusammen mit Anna Winter hat sie Im Strandkorb küsst sich's besser geschrieben. Ich glaube, beide hatten schon eine Kombination im Weihnachtsbuch, wenn ich mich nicht recht irre. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie das Weihnachtsbuch hieß. Ja, aber da waren beide, glaube ich, auch schon am Werk. Dann überraschend gehört diese Woche ist Show Me the Stars von Kira Mohn. Das habe ich bei Lovely Books gewonnen und ich habe mich sehr gefreut über den ungekürzten Hörbuch-Download-Link, ja, den man da eben gewinnen konnte oder eben auch die gekürzte CD-Fassung. Ich bevorzuge ja eigentlich immer, wenn es geht, das ungekürzte, weil man natürlich da gar keinen Verlust von irgendwie was hat. Dementsprechend habe ich mich hier gefreut. Und dann habe ich das neue Buch von Anne Freitag gelesen. Ich wollte es jetzt noch unbedingt in der Zeit lesen, wo ich auch eine Bücherwoche drehe, denn es ist ein Rezensionsexemplar und es strahlt natürlich förmlich in diesem knallroten Cover, was ich wirklich mega gelungen finde. Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte. Auch der Titel ist schon super, super gelungen und ja, verspricht auf jeden Fall eine ganze Menge. Ja, wie immer chronologisch starten wir mit den Büchern Im Strandkorb küsst sich's besser von Michelle Schrenk und Anna Winter. Ich hatte ja in der letzten Woche nicht so viel Glück mit meinem Michelle Schrenk Buch. Deswegen habe ich mich einfach besonders auf ein Sommerbuch gefreut, denn ich mochte einfach bisher immer alle Bücher von Michelle Schrenk und gerade bei Sommerbüchern wollte ich so ein bisschen Leichtigkeit, Strandfeeling, so ein bisschen eine prickelnde Liebesgeschichte und so ein bisschen drumherum. Bewusst habe ich von Anna Winter noch nichts gelesen, bis auf eben diese Weihnachtsgeschichte, die beide schon miteinander geschrieben haben. Und ich fand auch hier wieder das Buchcover sehr, sehr gelungen. Ich finde das bei Michelle Schrenk immer wieder schön, dass man bei den Buchcovern auch so einen roten Faden entdeckt und ja, die
die im Grunde wirklich immer wieder erkennt. Und das finde ich auch richtig schön. Und das Buch, das Cover, macht eben auch wirklich Lust auf Sommer, Sonne und auch das Lesen. Und ja, so habe ich mich sehr auf diese Geschichte gefreut. Denn wir treffen Anni und Anni liebt die Sonne und verbringt ihren Sommerurlaub auf Sylt. Die letzte Zeit war sehr arbeitsreich und auch in der Liebe hatte sie nicht so richtig Glück und sie möchte jetzt einfach nur Abstand gewinnen, Eis essen, am Strand liegen, ein bisschen Wellness machen. Sie will auch möglichst keine Männer treffen, geschweige denn irgendwas mit einem Mann anfangen. Sie will einfach zu sich selbst finden und wie es aber dann natürlich sein muss, trifft sie auf Niklas, einen sehr attraktiven und gefühlt auch vorwitzigen Typen, der ihr aber doch nicht ganz aus dem Kopf geht. Wir begleiten Anni jetzt im Grunde in ihrem Urlaub und zu ihren Gedanken und natürlich auch, was mit Niklas so ein bisschen passiert, was der in ihr auslöst, das erfahren wir in der Geschichte. Es ist eine kurze, knackige Liebesgeschichte, die eben einfach am Strand spielt, deswegen kann man jetzt so zum Plot gar nicht so viel erzählen, ohne eigentlich zu viel zu verraten. Ja, ich muss aber ehrlich sagen, dass ich mein enttäuschtes Trauerspiel zu der Vorwoche so ein bisschen wiederholt hat. Also würde ich es nicht besser wissen, also hätte ich nicht schon, keine Ahnung, 5, 6, 7 Bücher von Michelle gelesen, wäre wohl jetzt diese Buchleseleidenschaft irgendwie vorüber. Ich frage mich, was gerade so ein bisschen los ist, in welche Richtung sich Michelle Schrenk entwickelt und ich wirklich sagen muss, mir gefällt diese Entwicklung nicht so richtig. Das Buch war anders als erwartet. Also natürlich ist es eine Sommergeschichte, es ist eine leichte Geschichte, sie ist flott erzählt und da möchte ich auch gar keine Kritik üben, denn das erwarte ich auch eigentlich einfach von solchen Büchern. Ich erwarte etwas Leichtes, eine seichte Geschichte, die einen zum Wohlfühlen einlädt, die einen so ein bisschen entschleunigt, entspannt, einen so ein bisschen eine Lebens- und Liebesgeschichte näher bringt. Und ich bin ja auch immer der Meinung, dass natürlich kann man eine Liebesgeschichte nicht komplett neu erfinden. Es ist ja auch nicht so, dass das Ziel hier das Ziel ist, sondern der Weg. Und das hat für mich Michelle eigentlich immer wieder richtig, richtig toll hinbekommen. Doch in dieser Geschichte muss ich wirklich sagen, selten eine Liebesgeschichte mit so wenig Tiefgang gelesen. Es gab wenig Beschreibung, sowohl von den Charakteren als auch von den Orten, an denen wir uns befanden. Und ich finde, Sylt lädt ja gerade dazu ein, dass man was davon erfährt, dass man von der frischen Luft erfährt, von dem tollen Strand, von den Cocktails, die getrunken werden, von den Wellness-Anwendungen, die man hat. Irgendwie will ich Beschreibungen. Ich will wissen, wo ich bin, mit wem ich bin, wie sehen die Charaktere aus. Ja, das war mir viel, viel zu wenig und ich hatte so das Gefühl, man wollte sich dafür irgendwie gar keine Zeit nehmen. Auch gab es wenig Spannung in der Geschichte und es gab wenig Sylt. Also die Geschichte hätte gefühlt überall spielen können, wo eben irgendwie ein Hotel ist, wo vielleicht auch einfach Meer und Strand spielt, aber es war gefühlt nichts groß Sylt-spezifisches, außer mal zu Beginn. Und dann war es eigentlich egal, wo man gerade ist. Und ja, ich möchte natürlich nicht immer darauf gestoßen werden, dass wir in Sylt sind. Das habe ich schon beim ersten Mal verstanden. Aber es gibt eben doch so Dinge, die man erwartet, wenn man ja eben auf einer deutschen Insel ist. Und davon will ich was lesen, denn ich will mit der Protagonistin nach Sylt und nicht nur irgendwo sein, wo ich nicht mehr weiß, wo ich am Ende bin. Da muss ich auch sagen, dass der Humor leider so gar nicht meinen Humor gestrichen hat. Es gab sehr wenig humorvolle Szenen, die ich wirklich humorvoll fand. Ich fand es unglaublich klischeebehaftet. Also es war natürlich so eine gewisse Tollpatschigkeit, die Anni irgendwie hatte. Das fand ich auch ganz charmant und das war auch ganz lustig. Und es hat mich das ja auch gar nicht am Charakter gestört. Aber alles andere waren halt einfach so Klischees. Es gab Irrungen und Wirrungen, wo ich dachte, oh, warum fragt da keiner einfach mal nach? Also das ist, sie belauscht irgendwie ein Telefongespräch und schließt dann ihre Schlüsse daraus, ohne im Grunde Niklas zu kennen, ohne zu wissen, wer am anderen Ende ist. Und das führt dann in ihr zu Gedanken, wo ich denke, Mädel, was machst du dir eigentlich so viel Gedanken über einen Typen, den du gerade im Aufzug kennengelernt hast? Das kann dir doch vollkommen Schnuppe sein. Und dann noch Gedanken machen, was dieser Anruf zu bedeuten hat, das wäre mir persönlich noch mehr egal. Natürlich brauche ich solche Szenen in der Geschichte, damit ich überhaupt was zu erzählen habe. Aber
halt so, Hauptsache ich habe was zu erzählen. Das fand ich irgendwie nicht so richtig schön. Und das hat so für mich auch die ganze Geschichte ein bisschen getrügt, weil es waren auch einfach Probleme, die unglaublich vorhersehbar waren und die eigentlich gar keine Probleme waren und alles so kurz, knackig und zack und nächste Szene. Und das hat überhaupt nichts mit den Büchern zu tun, die ich sonst von Michelle Schrenk kenne. Und auch diese viele Grübeleien, die man von Annie so erlebt, ja? Also ich kann durchaus verstehen, warum Annie der Charakter ist und ich kann sie also wirklich gut verstehen und gehe da auch mit. Aber es hat dann irgendwie gefühlt gar nicht zu ihren Handlungen gepasst, die sie gemacht hat und zu ihren Dingen, die sie angestoßen hat. Und ich weiß auch nicht. Also es war leider jetzt direkt in Folge der zweite Schrenk, der mich überhaupt nicht begeistern konnte, der irgendwie, also auch tatsächlich sehr enttäuschend war. Und ich mich wirklich frage, ist das jetzt die Entwicklung, die Michelle Schrenk nimmt? Dann verliert sie mich leider. Das wird, also vielleicht gefällt es 100 anderen dafür besser. Ich bin ja nicht das Maß aller Dinge, das will ich gar nicht damit ausdrücken. Aber es ist einfach nicht die Form von Liebesgeschichte oder Lebensgeschichte, die ich lesen möchte. Und das fand ich wirklich schade, weil es hat bei mir wenig sommerliche Stimmung gezaubert. Es war dann zum Beispiel im Vergleich, da kann ich es vorwegnehmen, zu dem Hörbuch, das als nächstes kommt, ohne dass ich absichtlich etwas vergleichen möchte, habe ich einfach gemerkt, wo so die Schwächen sind, waren und vielleicht habe auch ich mich einfach in eine andere Richtung entwickelt. Ja, einfach mal sehen. Also ich habe jetzt auch kein Buch aktuell von Michelle Schrenk auf dem Sub. Werde jetzt einfach mal sehen, was als nächstes kommt, ob mich da der Klappentext anspricht und vielleicht lese ich tatsächlich erstmal den Klappentext, bevor ich dann zur Geschichte greife. Ich bin tatsächlich enttäuscht und es tut mir auch echt unglaublich leid, weil ich Michelle Schrenk auch einfach so eine sympathische junge Frau, Autorin finde, dass ich die Geschichten lieben möchte und oder zumindest, sag mal, mögen möchte, aber wenn man halt wirklich so 200 Seiten da sitzt und sich denkt, pff, also das wundert mich, das kenne ich eben nicht. Und da bin ich selbst über mich dann verwundert und suche ja dann den Fehler irgendwie bei mir. Aber es wird halt eine Mischung aus beiden sein, sowohl wahrscheinlich von mir als dann eben vielleicht das auch einfach im Schreibstil sich irgendwie eine Veränderung oder in der Plotgestaltung eine Änderung gab. Aber es war leider nicht meins. Also ich kann nicht mal sagen, so für zwischendurch war es gut, weil nein, also wäre es nicht Michelle Schrenk, hätte ich es wohl tatsächlich auch einfach abgebrochen. Aber hier wartet man natürlich drauf, weil man es kennt, dass irgendwas noch passiert. Aber leider nein. Ja, parallel gehört habe ich dann die ganze Woche Show Me the Stars von Kira Mohn. Das ist der Auftakt der Leuchtturm-Trilogie. Und ich habe das Hörbuch gewonnen bei Lovely Books. Ich bin da irgendwie spontan drüber gestolpert. Mich hat irgendwie das Cover angesprochen, dann hat mich so der Titel angesprochen und dann auch noch der Klappentext. Und ich dachte, gerade so dieses Leuchtturm-Trilogie, was in Irland spielt, das könnte irgendwie eine Geschichte werden, die mir gefällt. Ich kenne nichts weiter von Kira Mohn. Ich habe jetzt irgendwie mitbekommen in der Lesegruppe, dass es wohl schon Bücher von ihr gibt, aber mir ist die Autorin gänzlich unbekannt. Das E-Book gibt es aktuell, soweit ich es gesehen habe, für 5 Euro und ich habe die ungekürzte Fassung gehört, die ein bisschen was über 10 Stunden gedauert hat und die Sprecherin ist Marie-Isabel Walke und hier kann ich direkt schon lobende Worte auch für die Sprecherin geben. Mir hat ihre Art der Vertonung auch wieder gut gefallen. Es gibt nichts zu meckern. Ich fand das Hören sehr angenehm. Ich fand auch die Stimme wirklich sehr angenehm, auch weil ich ja doch ein bisschen schneller höre und das manchmal zu Problemen führen kann. Mir hat die Sprecherin gut gefallen und ja, ich hatte definitiv Spaß beim Hören. Es ist der Auftakt eben einer Romance-Trilogie. Alle drei Geschichten handeln von jungen Frauen in einem kleinen Ort an der irischen Westküste. Der zweite Teil erscheint im September und heißt Save Me From the Night. Und der dritte Teil folgt dann im Dezember und heißt Find Me in the Storm. Ich finde alle drei Titel sehr schön, sehr gelungen und sehr ansprechend. Ein bisschen irritiert bin ich darüber, dass so die Cover total unähnlich sind, was man ja so bei Trilogien gar nicht mehr richtig gewöhnt ist, dass die auch einfach mal so wie ein Einzelband aussehen und sie funktionieren natürlich auch einfach wie ein Einzelband. Auch jetzt der Auftakt dieser Reihe beschreibt ja eben nur, es ist ja eher eine Serie als eine Reihe, von daher die beschreibt eben jetzt einfach eine Protagonistin und andere werden folgen. Natürlich kennt man die dann schon aus den anderen Bänden,
Aber ich stelle mir einfach vor, dass man jede Geschichte einzeln für sich lesen kann. Oder in diesem Fall natürlich hören kann. Ja, die Protagonistin ist Liv und sie ist Journalistin und eigentlich so gefühlt relativ erfolgreich. Doch mit einem Mal läuft alles schief, denn eine bekannte Schauspielerin oder junge Schauspielerin, als sie jung war, hat jetzt ein Interview gegeben, hat dieses zurückgezogen und für Liv stürzt so ein bisschen die Welt ein. Sie versteht nicht so richtig, was da eigentlich los ist und sie nimmt sich eine Auszeit und entdeckt zufällig, dass ein Leuchtturmbesitzer einen Haussitter sucht und so zieht sie für 6 Monate, sind auch noch die Herbst-Wintermonate, in einen Leuchtturm und wir sind an diesem Ort angekommen und da treffen wir auf Kier, einen sehr attraktiven jungen Mann, den so etwas Geheimnisvolles umgibt und der ist dafür zuständig, sie von dem Festland eben auf die Insel zu ihrem Leuchtturm zu bringen, sie da zu versorgen und natürlich auch umgekehrt sie auch von dieser Insel durchaus mal wegzubringen und zum Beispiel ins Irish Pub zu begleiten, wo er unter anderem dann auch mit seiner Band singt und sie natürlich so ein bisschen den Leuten vorstellt und so lernen wir dieses kleine Örtchen kennen, die Menschen, die darin wohnen und begleiten Liv eben ja so ein bisschen bei dieser Selbstfindung und natürlich ihren doch sehr unanständigen Gedanken zu Kier und was diese Liebesgeschichte so für sich bereithält, was in Liv so ein bisschen auch das Problem ist und natürlich auch gegenüber Kier, was ist mit diesem geheimnisumwobenen Typen, das lesen wir im Grunde alles in der Geschichte. Und es klingt förmlich nach einer kitschigen New Adult Story und da kann ich schon mal sagen, nein, sie ist weder zu kitschig, noch ist sie New Adult, denn ja, die Charaktere stehen im Leben, sie haben eben auch schon ein bisschen was mitgemacht, sie sind auf jeden Fall Erwachsene und es ist nicht so, wie beide treffen sich und zack landen in der Kiste und zack, alle haben hier gleich multiple, spaßige Momente, um es jugendfrei auszudrücken. Nein, das haben wir hier definitiv nicht. Ich glaube, das wäre für mich wieder ein Punkt gewesen, um auszusteigen. Für mich ist dieses Buch ein überraschendes Highlight, das muss ich wirklich sagen, denn ich habe so gar keine Erwartungen eigentlich gehabt, beziehungsweise nur sehr geringe. Ich habe halt irgendwie so eine Liebesgeschichte gepaart mit einer Lebensgeschichte in Irland gerechnet, vielleicht so ein bisschen mit diesem Feeling, was man aus PS Ich liebe dich zum Beispiel kennt. Ich habe aber viel, viel mehr bekommen. Ich habe einen wirklich ganz, ganz tollen Schreibstil bekommen, der mich am Anfang wirklich so mitnimmt, der mich mitreißt, der mir Liv näher bringt, ihre Lebensumstände, die Probleme mit ihrer Mutter, den fehlenden Vater, die Karriere, was irgendwie so ein bisschen kuddelmuddelig ist, das bekomme ich sehr gut mit. Die Ankunft in Irland, es wird Irland beschrieben, der Leuchtturm, das kleine Örtchen, man riecht förmlich die frische Luft. Diese Umgebung, man saugt sie ein, die Momente, die Liv irgendwie verändern, nimmt man mit, man versteht ihr Inneres, man ist in ihren Gedanken drin, man kann das nachvollziehen, man kann mitgehen, man kann nicht mit allem immer im Grunde so eins sein oder ihr absolut zustimmen, aber man versteht ihre Gedanken und ihre Handlungen und das finde ich einfach so, so wichtig. Alle Charaktere haben so ihre Eigenheiten und die werden uns eben auch durch Liv wunderbar erzählt. Wir sehen Kier auch mit den Augen von Liv, was ich wirklich sehr schön fand, wie sie das uns rübergebracht hat, wie diese Anziehung funktioniert hat, wie das Prickelnde funktioniert hat. Das war, oder funktionieren, das klingt immer so technisch, aber es hat sich so echt angefühlt. Also ich kann mir durchaus mich da hineinversetzen und es ist eben tatsächlich im Leben so, wie Liv es auch beschreibt. Vielleicht natürlich eine Spur, übertrieben, weil natürlich alles in einem sehr kurzen Zeitraum auch irgendwie passiert zu Beginn. Aber ich bin da absolut mit dabei und ich habe dieses Prickeln gespürt und ja, es war richtig, richtig schön und intensiv. Ich bin direkt in den Bann gezogen worden. Zum einen natürlich von dieser tollen Kulisse, aber auch von der Story, von den Nebengeschichten, die es so gibt. Mir hat dieses Buch wirklich ganz, ganz viel gegeben. Es war vom Schreibstil wirklich großartig gemacht. Es war flüssig, es war modern, es hat tolle Dialoge und eben auch einfach diese Umgebung, die hier wirklich wunderbar mit hineinspielt in das Erzählerische. Ich fand das wirklich toll. Ich fand auch die Love Story wirklich gelungen.
ich fand auch das Prickelnde überhaupt nicht übertrieben, sondern wirklich so auf den Punkt und ja, dass man ja diese Anziehung auch förmlich gespürt hat. Das war wirklich großartig. Zudem ist es eben nicht nur so diese Liebesgeschichte, sondern wir haben eben auch die Lebensgeschichten der Charaktere, die eben durchaus Probleme haben, die aber greifbar sind, dass nicht irgendwie total absurd ist oder so aufgeputscht ist, sondern einfach, dass die echt sind. Und mir hat das wirklich unglaublich gut gefallen. Es ist wirklich ein überraschendes Highlight für mich. Ich habe unglaublich gerne gehört und ich habe es auch irgendwie beim Hören gar nicht gemerkt, wenn da eine Stunde irgendwie weg war. Das Einzige, was ich so als klitzekleinen Kritikpunkt geben möchte, ist so, dass das Ende unglaublich schnell war. Und das ist so ein bisschen was, wo ich dachte, so was in der letzten Stunde oder in den letzten 1,5 Stunden passiert ist, das hätte durchaus auch nochmal eine doppelte Zeit brauchen können, weil so viele Sachen wurden aufgelöst und sind zusammengekommen und da hätte ich mir tatsächlich einfach noch ein bisschen Zeit gewünscht. Aber man wollte es dann, also kann durchaus verstehen, warum man die Schnelligkeit einfach gewählt hat. Und ja, das Ende war einfach toll. Also ich bin wirklich absolut begeistert von dem Auftakt dieser Serie. Ich möchte mir auf jeden Fall den zweiten Teil holen. Ich habe noch gar nicht in die Klappentexte gesehen, ja, welche Charaktere als nächstes kommen. Ich glaube, in der Leserunde schon irgendwo gelesen zu haben, wer im dritten Band dann im Grunde die Hauptcharakterin wird. Und auf die freue ich mich auch sehr. Aber sonst lasse ich mich da jetzt einfach überraschen. Ich werde auch weiterhin dem Hörmedium, glaube ich, da treu bleiben, weil für mich dieses Genre, glaube ich, auch sehr gut einfach funktioniert zum Hören. Und ich werde wieder nach Irland reisen im September. Ich freue mich da sehr drauf. Es war wirklich ein überraschendes Highlight. Ich hätte es nicht kommen sehen, ich hätte es nicht erwartet. Hatte mir natürlich schon erhofft, dass es gut wird. Sonst hätte ich mich ja gar nicht für die Hörrunde irgendwie beworben. Aber dass es mich so wegflasht und wirklich so in den Bann zieht, das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Also wirklich großes Hörkino, hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Und das dritte Buch der Woche habe ich dann gelesen. Und zwar Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte von Anne Freitag. Und wie ihr schon sehen könnt, ein wirklich Hammer-Cover, das muss man wirklich sagen. Es fällt auf jeden Fall auf. Und ich habe alle anderen 3 Jugendbücher der Autorin in den letzten Jahren gelesen. Ich habe auch die New York Diaries-Reihe, die sie unter Pseudonym geschrieben hat. Da heißt sie Ellie Taylor gelesen, hat sie ja zusammen mit Adriana Popescu geschrieben. Und ja, war jetzt mega, mega gespannt und habe mich sehr gefreut, als mir das Buch vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Es ist auch im Innern rot, also auch wenn der Schutzumschlag weg ist. Zudem haben wir auch wirklich sehr schön gestaltet, ja, so ein bisschen eine Playlist, die ich wirklich großartig fand, habe ich durchaus auch immer mal reingehört und hinten findet man, ja, im Grunde noch weitere schöne Grafiken und die Playlist weiter und ja, spätestens wenn man dann auf Halleluja von Jeff Buckley trifft, weiß man, man ist irgendwie richtig, also richtig schön ja, gestaltet, richtig toll gemacht, aber darum geht es natürlich an und für sich nicht in einem Buch. Mich hat auch der Klappentext sehr angesprochen und deswegen habe ich mich sehr auf das Buch ja, von Anne Freitag gefreut. Wir treffen zu Beginn der Geschichte auf Rosa und Frank, die sich am Ende der Welt in Australien wieder treffen oder überhaupt treffen. Beide haben ihr Abitur hinter sich und flüchten aus verschiedenen Gründen in die Ferne. Rosa, ja, will sich eigentlich selbst finden, ist auf der Suche nach, was sie will, was sie im Leben erreichen möchte und ja, möchte ihren zukünftigen Weg herausfinden. Frank hat lange auf die Reise gespart und wollte diese eigentlich mit seinem besten Freund machen. Den treffen wir dann auch später noch in der Geschichte, denn David kommt dann auch noch nach, sodass wir dann eben 3 Charaktere haben, die wir begleiten. Alle 3 gehen auf so eine Art Selbstfindung in Australien. Wir haben auch so ein bisschen den Roadtrip natürlich in Forma und alle 3 beschäftigt auch was anderes. Und durch den Perspektivwechsel, ja, sind wir mitten in den Gedanken der 3 Charaktere. Ich habe am Anfang mir sehr schwer getan, in die Geschichte hineinzukommen. Es war durch die kurzen Kapitel, durch die kurzen Perspektiven, die man hatte, schwierig, so einem Erzählstrang direkt zu folgen. Ich sag mal, nach 50 Seiten war man aber durchaus drin, weil man einfach daran gewohnt war, dass es ein bisschen holpriger ist, dass es ein bisschen,
ja, einfach derber in der Sprache ist. Und damit meine ich jetzt nicht, dass das ein Buch ab 18 ist, sondern dass es sehr direkt ist. Und das war schon so ein bisschen eine Überraschung, an die ich mich aber durchaus erst gewöhnen musste, weil ich bei Anne Freitag in den anderen Büchern eben nicht so eine Sprache erlebt habe. Und ich meine das überhaupt nicht negativ, sondern man merkt hier, dass die Autorin einfach etwas anderes probiert hat, etwas anderes gemacht hat. Und was ich besonders hervorheben möchte, ist sprachlich, dass sie es wirklich geschafft hat, dass man im Kopf beim Lesen bei allen drei Charakteren einen anderen Gedankengang mitverfolgt hat und das auch sprachlich sehr unterschieden hat. Also Rosa spricht anders, denkt anders, hat andere Gedankengänge, die uns erzählt wurden, als zum Beispiel bei Frank und dann auch wiederum bei David oder David. Also für mich war es David, aber theoretisch war es natürlich David, weil, ja. Aber ich weiß auch nicht, warum ich das verenglischt habe, aber bei mir ist das ein David. Und das fand ich wirklich herausragend gelungen. Mir hat dieser Perspektivwechsel dadurch doch ganz gut gefallen. Mir waren die Perspektivwechsel aber einfach zu kurz. Es waren manchmal so 5, 6 Seiten und schwupps ist man aus dieser Erzählung rausgefallen und in die nächste wieder rein, musste sich dann erst wieder finden. Und mir war das fast zu schnell. Also es war klar, wer man ist und wo man irgendwie ist, aber ich hätte gerne ein bisschen länger in diesen einzelnen Szenen verweilt, um dem Charakter einfach auch ein bisschen länger zu verfolgen. Dennoch, wie gesagt, fand ich es toll, dass, wie die Leute dachten, sich einfach auch unterschieden hat, je nachdem, wer man gerade war. Was ich aber durchaus sehr verwunderlich fand und schade fand, ist, dass Anne Freitag sehr distanziert geblieben ist. Man kam nicht so richtig an die Charaktere heran. Es war immer so ein bisschen was mit Abstand, dass man nicht so greifbar in diese Gedankenwelt hineingekommen ist. Man bleibt irgendwie weiter weg und man bekommt keinen so richtigen Zug zu den Charakteren. Das war bei den anderen Büchern definitiv in meiner Erinnerung anders. Ich könnte mir vorstellen, dass es Absicht war, einfach weil es manche Momente gibt, wo es durchaus Sinn macht, dass man nicht zu nah dabei ist. Aber ich persönlich fand das sehr schade, weil ich glaube, es wäre noch emotionaler geworden, noch echter, wenn man näher gekommen wäre. Der Stil von Anne Freitag ist sehr speziell und auch das möchte ich überhaupt nicht abwerten, denn ich mag diesen speziellen Stil sehr gerne, denn er ist sehr mutig. Sie spricht auch Themen und Gedanken an, die sehr direkt sind, die ja sehr eindringlich sind, die einen auch so zum Nachdenken anregen, die in sehr wenigen Jugendbüchern gefühlt einfach ein Thema sind. Und das mag ich an ihren speziellen Stil, an ihren ja speziellen Art, die Welt zu sehen und zu beschreiben, wirklich sehr, sehr gerne. Das macht für mich Anne Freitag wirklich aus. Und auch hier zum vierten Mal merkt man, dass sie die Welt durch ein ganz spezielles Auge wahrnimmt und das wirklich auch durch ihre spezielle Art, es zu beschreiben, auch wirklich uns als Leser näher bringt. Und das hat mir hier gerade mit den mutigen Themen sehr, sehr, sehr gut gefallen. Der Roadtrip, diese ganze Reise, stand ja für mich ein bisschen sehr im Hintergrund. Es ist halt hier hinten direkt die große Rede von diesem Roadtrip, dass wir hier tausende Kilometer durch Australien fahren und eigentlich war Australien auch ja eher nebensächlich. Also, und das fand ich bei Australien einfach schade. Natürlich muss man auch hier nicht ständig vor irgendwelchen Attraktionen stehen und darauf mit der Nase hin gepiekt werden, dass man in Australien ist, aber so ein bisschen Australien hätte ich schon ganz schön gefunden. War mir persönlich einfach zu wenig. Ja, ich habe jetzt natürlich keinen Reiseroman in der Hand und ich höre auch keinen Reisepodcast oder sonstiges. Es ist eine Geschichte, eine fiktive Geschichte. Aber wenn halt schon Australien das große Thema ist, dann sollte es auch ein bisschen Thema sein. Und auch hier die Geschichte hätte gefühlt fast überall spielen können. Man hätte auch, keine Ahnung, durch Europa fahren können oder durch Frankreich oder die USA oder. Und das ist immer so ein bisschen schade, weil man hat eine gewisse Erwartungshaltung, wenn man den Klappentext liest und die wird natürlich auch geschürt, sonst würde man Australien nicht in den Klappentext schreiben. Von daher fand ich es tatsächlich ein bisschen schade. Aber ja, alles in allem eine Geschichte, in die ich mir ein bisschen schwerer getan habe, reinzukommen. Es war auch wirklich eine gute Geschichte mit wichtigen, mutigen Themen, die anzusprechen. Gerade im Jugendbuchsektor finde ich, das ist sehr rar gewählt. Ich fand es gut,
und hatte aber dennoch so einfach ein paar Kritikpunkte, die es nicht zu einem Highlight machen, wie sonst die Bücher von Anne Freitag. Und ich auch hier so denke, liegt's an mir? Bin ich vielleicht doch einfach aus diesem Jugendbuch-Ding einfach langsam raus und sollte mich da so ein bisschen abwenden? Kann durchaus sein, ich bin einfach nicht mehr die Zielgruppe. Ja, das muss ich einfach, glaube ich, mal abwägen. Vielleicht dann auch beim nächsten Buch von Anne Freitag einfach mal auch da den Klappentext vielleicht ein bisschen eindringlicher lesen und nicht denken, oh, ist Anne Freitag, kann eigentlich nur gut werden. Wobei, also von 4 Büchern von ihr selbst jetzt 1 einfach nur gut. Ich finde auch gut, doch überhaupt nicht schlecht. Also, na, es ist gut eben und kein sehr gut, weil eben ein paar Abstriche. Und ich finde aber auch ein gutes Buch ist ein gutes Buch. Und ja. Ja, ich weiß auch gar nicht. Na, das ist manchmal komisch, wie das einfach auch im Kopf manchmal dann so ein bisschen rattert. Denn es hat definitiv Potenzial, dass man sehr lange darüber nachdenkt und es einen schon mitnimmt. Wären eben so diese 2-3 Dinge gewesen, die mich so ein bisschen gestört haben und die auch den Lesefluss für mich einfach so ein bisschen unterbrochen haben. Aber dennoch, als Jugendbuch, einfach durch die Mutigkeit, manche Themen auch wirklich auszusprechen, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und das ist auch sehr eindringlich und wirklich gelungen. Neben den Büchern der Woche habe ich aber natürlich auch weiterhin Downton Abbey geschaut. Ich habe die 4. Staffel beendet und mit der 5. begonnen. Und ich glaube, dass ich jetzt im Juli auf jeden Fall auch noch die 5. und natürlich dann auch die 6. Staffel beenden werde, sodass ich euch dann vielleicht tatsächlich noch in der letzten Bücherwoche vor der Sommerpause, die ja dann auch schon ganz bald ist, mein Gott, vielleicht was, ja, so nochmal zum Resümee des Rewatches sozusagen erzählen kann. Ich bin nach wie vor total begeistert von Downton Abbey und kann die Serie absolut empfehlen und freue mich auch schon sehr auf den Film, der im September läuft. Dann habe ich am Sonntag einen Film auf Sky angesehen. Eigentlich wollte ich den schon im Kino sehen. Ich weiß gar nicht, warum es dann irgendwie nicht geklappt hat, aber er läuft jetzt aktuell auf Sky. Und zwar ist das Book Club. Und ja, wir haben hier eben einen Bücherclub, bestehend aus 4 älteren Damen, die sich seit 40 Jahren jede Woche treffen, ein Buch pro Woche gemeinsam lesen, es dann an diesem Tag im Grunde besprechen und dann darf rundherum immer der andere, der nächste oder die nächste, dann eben das nächste Buch aussuchen. Und ja, beide, alle 4 sind so ein bisschen unterschiedlich in ihrer Lebensphase. Wir haben hier die eine Karrierefrau, die ja im Grunde nur lockere ja, Liebschaften hat. Wir haben die verheiratete Frau, die ja nicht so richtig glücklich ist, weil das Sexuelle nicht mehr so richtig läuft. Wir haben die Single-Frau, die seit 18 Jahren, glaube ich, geschieden ist, aber karrieretechnisch sehr erfolgreich ist und jetzt hat sich sowohl der Sohn als auch der Ex-Mann irgendwie wieder verlobt. Und wir haben ja die Frau, die vor einem Jahr ihren Mann verloren hat, der ist gestorben und deren Töchter jetzt so denkt, ja Mutter, du bist alt, du musst hier in das ja umgebaute Kellerhaus von uns ziehen, damit wir dich in der Nähe haben. Aber alle 4 merken, eigentlich sind sie noch gar nicht so alt, wie sie eigentlich sind, denn was im Innern passiert, ist natürlich schon einfach noch ein bisschen was anderes. Ja, alle 4 greifen zu Beginn der Geschichte zu Shades of Grey und begegnen Christian Grey. Und total lustig fand ich tatsächlich, dass ja in der Verfilmung dann die Tochter von Don Johnson mitspielt, der wiederum auch in diesem Film mitspielt. Und das fand ich irgendwie sehr cool. Ja, eine Geschichte, wie ich sie sehr, sehr gerne lese und natürlich auch schaue. Ein Thema, was ich einfach wichtig finde, dass man eben einfach nur so alt ist, wie man sich fühlt, dass es egal ist, was für eine Zahl eigentlich man gerade ja, oder einem umgibt und dass man eben durchaus eben einfach ja, ganz anders ist für sich selbst, als einen die Welt vielleicht wahrnimmt oder denkt, oh, die ist jetzt Mitte 60, die muss so und so sein, aber dass das durchaus anders ist. Und dass eben das Leben auch nicht vorbei ist, wenn der Mann stirbt, wenn irgendwas anderes im Leben passiert, dass das Leben eben weitergeht und durchaus schön sein kann. Und ja, wie Shades of Grey diese 4 Frauen dann irgendwie zu merkwürdigen Handlungen beflügelt,
Das solltet ihr euch auf jeden Fall ansehen. Eine absolute Filmempfehlung, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Es ist jetzt kein Highlight-Film, den man nicht mehr vergisst, der irgendwie was in einem irgendwie tut, mir aber sehr viel Spaß gemacht hat. Also ich habe mich 1,5-2 Stunden gut unterhalten gefühlt. Ich fand die Schauspielriege, die mitgespielt hat, großartig. Wir haben Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen, die man zum Beispiel aus Sex and the City kennt, Maria Steenburgen, Don Johnson, Andy Garcia und wir haben sogar Alicia Silverstone in einer Nebenrolle. Und ich fand das Hammer. Also das Refugium an etwas älteren Schauspielern sozusagen ist hier wirklich top. Hat viel Spaß gemacht, diesen wirklich tollen älteren Frauen auch zuzusehen. Und dass es auch einfach so echt gemacht war und man wirklich den Eindruck hatte, das könnte denen durchaus im wahren Leben auch so passiert sein. Also sei jetzt mal so dahingestellt, aber dass es eben einfach im wahren Leben so funktioniert. Und mir hat der Film gut gefallen, hat mich sehr gut unterhalten, es hat Spaß gemacht, es gab lustige Momente, ernste Momente und natürlich auch allerlei ja, Dinge, die einem eben passieren, wenn man durchaus datet. Und das fand ich einfach sehr neuerlicher erzählt, als man sonst irgendwie kennt. Man hatte so manchmal das Gefühl, es ist so ein bisschen Sex in the City 20 Jahre später oder 25 Jahre später, aber es war eben weniger Sex und mehr City und eben immer Bücher im Vordergrund. Also das hat mir einfach auch sehr, sehr gut gefallen. Ja, das so ein bisschen filmtechnisch. Dann bin ich diese Woche umgestiegen auf meinen Final Facts. Eigentlich wisst ihr ja, habe ich seit gut 2 Jahren ein Bullet Journal geführt, hatte jetzt aber irgendwie akute Unlust, meinen Juli im Bullet Journal zu gestalten und bin auf meinen alten Filofax umgestiegen. Ich habe diesen Domino ja im Personal, in diesem richtig schönen Türkis, wie ich finde. Und ich habe mir ein paar Einlagen bestellt, habe dann festgestellt, dass es tatsächlich vorgeschnittenes und gelochtes Filofax-Papier gibt, in allen möglichen Farben, das dotted ist. Also wirklich eigentlich an und für sich weißes Papier, aber eben dotted, wie man es aus dem Bullet Journal kennt. Das gibt es auch in wunderschönen Pastellfarben, die ich natürlich auch großartig finde und die auch mit mussten. Und ich bin umgestiegen. Ich habe einige tolle Dinge aus dem Bullet Journal übernommen. 2-3 Dinge müssen noch rein. Ich habe mir auch meine Divider wieder selbst gestaltet. Das hier ist wirklich, ich finde das Panda-Mädchen super niedlich. Ansonsten, es ist noch nicht alles so hundertprozentig, wie es jetzt sein sollte. Ich möchte jetzt eigentlich im August umsteigen. Und wenn euch das irgendwie interessiert, könnt ihr mir das ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht mache ich dann einfach im September, das sind die Divider, die Trenner, auch einfach mal ein Video dazu. Sagt mir da einfach mal Bescheid, ob euch das irgendwie interessiert. Dann nehme ich euch da gerne ein bisschen mit. Vielleicht auch einfach zu den Gründen, was im Grunde irgendwie jetzt der Vorteil ist, beide Systeme in dieses eine zu bringen. Bis jetzt gefällt es mir tatsächlich ganz gut und macht mir auch wieder Spaß. Anders wie tatsächlich beim Bullet Journal, wo ich so die letzten 2-3 Monate eher so akute Unlust hatte. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man so langsam urlaubsreif ist. Der August kommt näher, der Urlaub kommt näher und ich freue mich einfach sehr auf die freie Zeit. Ich freue mich auch auf die YouTube-Pause und theoretisch sind wir ja jetzt Kalenderwoche 28. Ich überlege gerade, ich glaube, es kommen jetzt da noch 2 Bücherwochen. Und dann geht's ab in die Pause und in den Urlaub. Und ich freue mich sehr auf die 3 Wochen Urlaub, die ich habe. Und einfach auf die freie Zeit. Und bin gespannt, was so passiert. Ja, nächste Woche sehen wir uns ja vielleicht in Münster. Das könnt ihr ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, auch was ihr gerade lest oder ob ihr einen Film, Serientipp habt. Immer alles gerne in die Kommentare. Ich freue mich da auf jeden Fall auf den Austausch. Und ich habe jetzt, glaube ich, auch nichts vergessen. Steht auch nichts mehr auf meiner Liste. Infos zu Münster versuche ich bei Thorsten noch herauszukitzeln und schreibe sie dann auch in die Infobox. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.